Electriv.net. Das tägliche Update zur E-Mobilität. Mit freundlicher Unterstützung von CMS Hasche Siegle, weil Innovation ihr gutes Recht ist. Guido Wöste, Projektleiter E-Mobility Solutions bei Delphi. Das Motto der Elektromobilität, weniger ist mehr, alles soll kleiner und leichter werden. Wie machen Zulieferer wie Delphi da trotzdem noch ein gutes Geschäft? Nun ja, das Leitungssatzgeschäft wollen wir natürlich weiterhin haben im 12-Volt-Bereich. Und wir sehen zusätzliches Potenzial im Antriebsbereich, wo wir Leitungen nehmen, um damit zum Beispiel Antriebswellen zu ersetzen. Das ist für mich immer ein plastisches Beispiel. Mit der Hochschule Bochum haben Sie einen Elektro-Kleintransporter entwickelt oder mitentwickelt, Bomobil. Warum Kleintransporter, warum nicht Auto? Nun gut, Kleintransporter in dem Fall, weil das ein Fahrzeug ist, was natürlich für die Region sehr interessant ist. Wir haben also örtliche Anbieter von Serviceleistungen zum Beispiel, die sich für so ein Fahrzeug interessieren, die auch schon quasi mit uns in einer Partnerschaft stehen, die sich bereit erklärt haben, einige von diesen Fahrzeugen in den Test, in ihre Testflotte zu übernehmen. Und das ist ein Fahrzeug, was eben wie viele andere auch 150 Kilometer Reichweite schaffen wird. So also in einem regionalen Bereich, Umkreis 30, 40 Kilometer, sehr gut einzusetzen ist. Und Kleintransporter so ausgelegt, dass eben zum Beispiel zwei Europaletten hinten reinpassen. Es ist aber nur eine Plattform, das heißt, wir haben eine Skateboard-Plattform, die wir entwickeln. Das ist eigentlich der Kern der Entwicklung. Und auf diese Plattform kann man als erstes den Kleintransporter draufsetzen, aber im weiteren Schritt sicherlich auch ein Cabrio, ein Viersitzer, ein Taxi, irgendwelche anderen Fahrzeuge, Fahrzeugtypen. Wäre auch möglich, das in einem dritten Unternehmen zu geben, zu sagen, bau deine eigene Karosserie da drauf. Ja. Ihr Schwerpunkt bei Bomobil liegt auch beim elektronischen Verteilsystem. Welche Trends lassen sich aus dem Projekt vielleicht jetzt schon ablesen? Na ja gut, wir wollen natürlich auch Trends damit setzen. Ein Trend, den wir setzen, ist eben, dass wir sagen, wir wollen losgelöst von dem heutigen Automobil eine Plattform anbieten, die sich von einem heutigen Fahrzeug komplett unterscheidet. Wir werden eine Bodengruppe haben, in der Batterie, Leistungs- und Signalverteilsystem, Leistungselektronik, im Prinzip alles zusammengeführt ist, wo die Karosserie völlig unabhängig hinterher draufgesetzt werden kann. Ein weiterer Trend, den wir natürlich auch setzen wollen, ist zum Beispiel das Thema Vierradantrieb elektrisch und damit in der weiteren Entwicklung natürlich auch aktives Fahrwerksmanagement über vier Antriebsmotoren, wo man natürlich auf viele Dinge dann halt eben langfristig verzichten kann oder zumindest, wo man eine Reduzierung von Baugrößen zum Beispiel erreichen kann. Man kann Bremsen vielleicht verkleinern, Antriebselemente halt eben verkleinern, um dann einen zusätzlichen Gewichtsvorteil aus Radnabenmotoren für Radnabenmotoren zu bekommen. Wenn Sie so viel schon selber machen und sagen, Sie machen alles anders als beim bisherigen Fahrzeug, brauchen Sie ja eigentlich nur noch einen anderen Zulieferer, der Ihnen noch eine Karosserie drumherum baut und dann brauchen Sie nicht mal mehr einen OEM, der das Elektroauto macht, oder? Ja, ich denke, im Grunde genommen sieht das schon so danach aus. Man muss natürlich schon erwähnen, dass zum Beispiel eine Firma Opel, die in der Region Bochum ja auch aktiv ist, die ja dann ein Werk besitzt, die ist Kooperationspartner an dem Projekt. Und da besteht natürlich durchaus auch die Möglichkeit, dass eine Firma Opel so ein Fahrzeug später in sein Produktionsportfolio aufnimmt. Im Moment sind wir Gast bei der Firma Opel im Werk. Das heißt, die Firma Opel stellt uns Flächen zur Verfügung und sie stellt uns auch Teile zur Verfügung. Das heißt, das Fahrzeug ist keine komplette Neuentwicklung, sondern es werden eben Teile aus einer laufenden Serie von einem Opel-Fahrzeug verwendet, sodass nicht das 100%-Paket neu entwickelt werden muss. Das sind vor allen Dingen Radaufhängungen und mechanische Komponenten, Cockpit, Sitze. Das sind alles Dinge, die kann man aus dem Standardprogramm durchaus übernehmen. Also kann man auch bei der Elektromobilität auf den Autobauer nicht verzichten? Das könnte man so sagen, ja. Wenn man genügend Potenzial hat, genügend Geld hat, um alles neu zu entwickeln, dann kann man das sicherlich tun. Dafür gibt es auch Ansätze und andere Projekte, die das anstreben. Aber man muss natürlich ein bisschen realistisch bleiben. Wenn man zum Beispiel in einem bestimmten Zeitfenster irgendwas erreichen will und nachweisen möchte, dann sollte man sich schon an den Dingen orientieren, die existieren. Und ich denke, es ist auch nicht verwerflich, einen Automobilhersteller als Partner zu haben und zu sagen, wir nehmen Komponenten, die auf der einen und auf der anderen Seite passen. Ich denke, das Rad muss nicht neu erfunden werden, das muss man einfach mal sagen. Ja? Also das Fahrzeug wird genauso vier Räder haben in dem Fall zum Beispiel und Sie sehen hier genügend Beispiele, wie Fahrzeuge auch anders gestaltet werden können, aber sie haben alle Räder. Also das haben sie gemeinsam. Ja? Und es gibt eben mehr Gemeinsamkeiten über die Räder hinaus und die sollte man durchaus verwenden und für sich nutzen. Ja. Wann baut Opel das Bomobil in Serie?
Wann Opel das baut, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann Ihnen sagen, dass wir ein erstes Fahrzeug derzeit gerade in die Erprobung führen. Ein weiteres Fahrzeug wird nächstes Jahr, Mitte nächsten Jahres etwa auf der Straße fahren. Und im Anschluss daran werden wir 20 Fahrzeuge aufbauen, die auch auf der Straße fahren. Für das Jahr 2013 sind etwa 200 bis 1000 Fahrzeuge geplant, die natürlich auf der Straße fahren werden. Die werden auch mit dem TÜV abgesegnet, sodass wir also wirklich eine komplette Straßenzulassung dafür bekommen. Und dann wird sich halt eben zeigen, ob eine Firma Opel zum Beispiel das Fahrzeug weiter produziert oder ob die Firma Opel als Kooperationspartner einfach nur auftritt und das Fahrzeug vielleicht unter einem eigenen Namen firmiert. Oder es wird halt eben völlig unabhängig mit irgendeinem anderen Partner gebaut. Das weiß man nicht. Das hängt natürlich auch davon ab, wie sich eine Firma Opel entscheidet, wie sie weiter damit verfahren möchte. Ist so ein Projekt jetzt auch nochmal so ein Erlebnis, was man mit konventionellen Fahrzeugen bisher gar nicht mehr so hatte? Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Also Sie fahren, ich kann Ihnen auch ganz klar sagen, wenn Sie an so einem Fahrzeugprojekt arbeiten, Sie fahren an das Auto. Also ich fahre schon Hybrid, obwohl ich einen ganz normalen Verbrennungsmotor fahre. Aber ich denke viel mehr darüber nach, wie ich beschleunige, wie ich abbremse, wie ich an der Ampel anhalte. Deswegen braucht mein Auto also auch durchaus 20% weniger als vergleichbare Fahrzeuge von jemand anders, der es fährt. Man fährt bewusster, ganz klar. Electrif.net. Das tägliche Update zur E-Mobilität. Mit freundlicher Unterstützung von CMS Hasche Siegle, weil Innovation ihr gutes Recht ist.